So, dann legen wir mal los. Das ist im ersten Paket. Eine bebilderte Anleitung. Und ein riesengroßes Plakat. Mit vielen Infos. Das sieht aus wie irgendein Fuß. Mal sehen, wo das eingesetzt wird. Oder wie die Grundplatte, wo die Motoren angebracht werden, die Motorenhalter. Ein Propellerschutz. Ein Landegestell. Können wir schon mal halb stehen. Ein Kabel, wahrscheinlich genau mit LEDs dran. Ein Prop, ein Arm und Kleinteile. Das sind, glaube ich, Ersatzteile. Muss man gleich mal rausfinden, ob das im ersten Paket drin ist. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber das ist noch was für das Landegestell und Werkzeug. So. Dann bereite ich das mal so vor, dass man da gleich starten kann. Das ist alles, was im ersten Paket drin ist. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Genau, und dann fangen wir gleich mal an. Ich schaue gerade noch mal das Prospekt durch. Hier findet ihr erstmal allgemeine Hinweise zu den Fliegerischen, wie was ist, zu der Fernsteuerung und den Startvorbereitungen, Empfänger, allgemeine Begriffe und Sachen zu Hubschraubern bzw. Koptern, wie man fliegt, also sozusagen eine kleine Flugschule. Also ich empfehle natürlich jeden, das mit jemandem vielleicht zu machen, der schon Erfahrung hat. Es gibt genügend Modellflugvereine, die Jugendarbeit anbieten. Genau. Zu der Propellerwartung werden wir auch gleich kommen. Ich habe nämlich so ein Gerät. Das gibt es in jedem Modellfachhandelgeschäft, überall in Deutschland oder online. Dann ein Überblick über den Kopter. Dann kommen die Bauphasen. Zu denen kommen wir gleich. Und was ich sehr gut finde, es ist eine Regelung mit enthalten, was man darf, was man nicht darf und was man auch beachten sollte. Und das finde ich sehr gut, dass sie das hier drin umgesetzt haben. Sollte man sehr genau lesen. Auch Thron ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet. Wenn ein Erwachsener dabei ist, klar kann das mal ein kleiner Junge fliegen, aber sollte vermieden werden, weil halt die Rechte ziemlich straff sind und gerade für solche, die das auch gewerblich betreiben, ist das halt dann ziemlich schwer, wenn dann einer denkt, mit so einem Teil irgendwie überall rumfliegen zu müssen und im Prinzip dann alle den Ärger bekommen. Genau. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, das Plakat, ein Bild, wobei das die Bilder wahrscheinlich nicht mit dem Copter aufgenommen worden sind. Aber wir werden das ja sehen. Ich teste das Gerät ja. Ich bin ja unabhängig davon, was... Also ich habe viele Erfahrungen mit Coptern, habe selbst Copter konstruiert und gebaut. Und ich finde das für den Anfang schon mal richtig gut hier, das Set. Auch die Infos finde ich richtig klasse. Ich habe das nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich bin positiv überrascht und ich werde euch auf den Laufenden halten mit Videos, weil ich finde, mit Videos kann man das besser wiedergeben als mit Fotos. Ich werde aber auch Fotos machen, die werde ich dann in meinem Blog veröffentlichen, wie auch das Video. Das findet ihr alles in der Beschreibung unten.
Und ja, dann legen wir gleich mal los mit Bauschritt Nummer 1.